Der Tag, an dem der Brandner Kaspar hätte sterben sollen, war einer von jenen, an denen die Natur behaglich zu schmunzeln scheint. Das Altbewährte wird sorgsam bewahrt, das Neumodische argwöhnisch beäugt, ob man es überhaupt braucht und für was es gut sein soll. Doch der Brandner Kaspar kommt nach Haus in seine Hütten, und er ist nicht wohlbeinand. Sein Schädel brummt und durch seine Glieder rieselt eine ungewohnte Kälte. Ja, hätte er den Schädel um eines Fingers Breite nur zur Seite geneigt, er hätte mitten aus seinem selbstverständlichen Leben ohne Abschied dahin müssen. Aber wohin? Erzählt der Herr Pfarrer jemals, wie das Sterben geht? Der sagt nur, dass in einem lichten Himmel voll Engeln und Heiligen das Paradies und die ewige Seligkeit warten. Was dem Brandner wirklich geschehen wäre, hätte ihn der Schuss aus dem Leben gerissen. Davon schnauft er nichts.